So, ich bin aus Bielefeld, wirklich. Habe früher Elektrotechnik und Informatik studiert. Bin seit 2007 OpenStreetMapper, also habe irgendwann im Sommer jetzt 10-Jähriges. Verdiene aber mein Geld nicht mit Geodaten oder Landkarten, sondern bin bei MariaDB Datenbank Support, also dafür MySQL und MariaDB Datenbanken. Und ich habe schon immer gerne, immer wenn ich in eine neue Wohnung gezogen bin, mit als erstes mir einen Stadtplan an die Wand gehängt. So sieht das jetzt bei uns im Augenblick zu Hause aus. Und ich habe irgendwann recht günstig diesen großen Drucker innestehen können. Das ist ein DIN A1 Drucker von HP und hat als Auslaufmodell nur um die 400 € gekostet. Dass ich gesagt habe, komm, da schlägst du jetzt zu. Ein Jahr später hat er dann auch funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, weil das ist eine andere Geschichte. So, und dann ist natürlich das Bestreben da, ich möchte auch meine eigenen Pläne an der Wand hängen haben. Das ist jetzt zum Beispiel, was auch bei uns in der Wohnung hängt, ist ein Umgebungsplan von der Wohnung, wenn wir Gäste haben, dass die sich orientieren können, wo ist die nächste Bushaltestelle, wo ist der Geldautomat, ähnliches. Das ist vor etwa 1,5 Jahren, ist mir das als Projekt an mich herangetragen worden, als Wunsch, als Umgebungskarte für soziale Einrichtungen, insbesondere für Flüchtlingsunterkünfte, dass man da einen Überblick hat, was in der Nähe ist. Erster Plan war da, hängen wir einfach den großen Stadtplan an die Wand, aber haben wir nochmal. Bielefeld ist ein ehemaliger Landkreis, die Karte ist sehr groß und man findet nichts drauf wieder. Deswegen sollte schon was sein, wo nur die nähere Umgebung dargestellt wird und man dann die Informationen hinzufügen kann, was finde ich wo. So. Erster Plan, was können wir machen? Wir machen einfach einen Screenshot von OpenStreetMap und bearbeiten den weiter. Sieht man, funktioniert nicht, wenn man einen großen Drucker hat, man kriegt so große Pixel. Das bringt es nicht, es sei denn, man hat einen sehr großen Bildschirm, von dem man den Screenshot aus nehmen kann. Also brauchen wir Plan B. Plan B ist, OpenStreetMap bietet auf der Webseite an, dass ich mir Kartenausschnitte exportieren lassen kann, auch in mehreren Formaten exportieren lassen kann, nicht nur als Bitmap, sondern auch als SVG oder PDF, damit ich es nachbearbeiten kann. Hat aber ein paar Nachteile. Zum einen bietet OpenStreetMap zwar selber verschiedene Kartenstile an, wie zum Beispiel auch den humanitären Stil oder die Transportmap mit den lokalen Nahverkehrslinien, aber exportieren kann ich nur den Standardstil. Außerdem sieht man hier, ich muss ein Rechteck aufziehen, welchen Kartenausschnitt ich haben möchte. Ich habe aber keine Möglichkeit, direkt zu erkennen, ist das jetzt genau das Seitenverhältnis von dem Papier, das ich habe. Also meistens hat man entweder an der Seite oder nach oben immer ein bisschen weißen Rand und muss dann nochmal nachbearbeiten. Deshalb habe ich mich dann nochmal auf die Suche gemacht, gibt es vielleicht andere Webdienste, die das besser anbieten? Da gab es auch ein paar. Aber der einzige, der wirklich Ergebnisse geliefert hat, wie ich es mir vorgestellt habe, war Map-O-S-Matic. Das ist auf map-o-s-matic.org. Ist ein Projekt, das von 2003 bis ungefähr, von 2009 bis ungefähr 2013 in Frankreich von mehreren Entwicklern immer wieder über verschiedene Hackathons und Codesprints entwickelt wurde. Und die benutzen, genauso wie wir das für die OpenStreetMap-Kacheln auch machen, benutzen Mapnik als Renderer. Das heißt, man kann dieselben Stylesheets benutzen und bekommt dann für die Standardstile auch die gleiche Ausgabe wie im Web auch. Und haben dann um den Renderer noch ein bisschen Code rundherum gewickelt, der dann noch Sachen machen kann, wie eine Titelzeile ausgeben und ähnliches. Und es gibt auch ein Web-Frontend dafür, dass man sich relativ einfach eine Karte zusammenstellen kann und dann ein fertiges PDF, SVG oder Bitmap dabei rausbekommt. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Hier haben wir einmal das Universitätsgelände und die Kliniken hier in der Nachbarschaft. Und auf der rechten Seite nochmal ein Straßenindex, der angibt, welche Straße gibt es in diesem Gebiet und in welchem Planquadrat auf der Karte finde ich die. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, dass man auch sich mehrseitige Atlanten ausdrucken kann. Insbesondere, wenn man keinen großen Drucker hat,
kann man sagen, ich möchte jetzt diesen Kartenbereich auf DIN A4 gedruckt als Atlas. Da bekommt man erstmal ein schönes Titelbild. Dann jede einzelne Kartenseite mit, man kann sie schlecht erkennen, da links, rechts, unten die schwarzen Pfeile geben an, auf welcher Kartenseite es weitergeht. Und man bekommt zum Schluss auch wieder einen Straßenindex und einen Index mit den wichtigsten Einrichtungen, damit man Dinge auch in diesem Mini-Atlas finden kann. So, für mich interessant waren im Wesentlichen nur die einseitigen Formate, deswegen machen wir da wieder weiter. Und zwar gab es mehrere Probleme mit der Original-Map-Earth-Matic-Seite. Zum einen passiert da seit 2003 nicht mehr viel. Insbesondere ist seitdem der OpenStreetMap-Stil nicht mehr aktualisiert worden. Das heißt, wenn man sich da eine Karte rendert, bekommt man immer noch die alten Autobahnfarben mit grünen Auffahrten und ähnlichen Dingen. Und es sieht nicht mehr so aus wie aktuell auf OpenStreetMap. Dann, Moment, war es vor allem auch so, dass es immer wieder Phasen gab, wo die Webseite nicht funktioniert hat, weil die Datenbank mit den Geodaten dahinter nicht mehr verfügbar war. Ganz aktuell geht es wieder in den letzten 3 Tagen. Ich habe heute noch nicht geschaut, ob es wieder läuft, aber Zuverlässigkeit war nicht besonders gegeben. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, das ist ein Open-Source-Projekt. Source-Code und Installationsanleitung ist eigentlich da. Setze ich mir doch eine eigene Instanz auf, in der ich all das, was mich bis jetzt gestört hat, beheben kann. Und zwar einmal OpenStreetMap Standardstil aktualisieren. Dann die Möglichkeit, noch weitere Kartenstile anzubieten. Insbesondere auch die Möglichkeit, über den Standardstil, den man ausgewählt hat, noch Overlays drüber zu legen. Das sehen wir später noch. Und auch ein paar kleinere Verbesserungen, wie zum Beispiel, dass ich auf den Karten jetzt auch immer noch einen Nordpfeil mit reinrendere, damit man die Orientierung hat, wie die Karte überhaupt ausgegeben wurde. So, das ist einmal im Schnelldurchgang, wie das Ganze sich bedient. Man kann entweder einfach einen Städtenamen auswählen, wenn es für diese Stadt oder diesen Ort in OpenStreetMap ein Grenzpolygon gibt, wird einem angeboten, dass man das direkt benutzen kann als Kartenausschnitt. Oder man kann auch hergehen, ähnlich wie wir es eben bei dem OpenStreetMap-Export auch hatten, dass man einfach einen Rechteck aufzieht auf einer Karte, welchen Bereich man gerendert haben will. Wobei das aber hier im Gegensatz zu dem OpenStreetMap-Export so angelegt ist, dass der Bereich, den man ausgewählt hat, immer so weit erweitert wird, dass wirklich das Papierformat vollständig ausgefüllt wird. Ich habe also nicht links, rechts, oben, unten eventuell weiße Streifen, sondern es wird dann mit noch einem Kartenbereich ausgefüllt, den ich eigentlich gar nicht ausgewählt hatte, um das Papier vernünftig auszunutzen. Dann habe ich die Möglichkeit, das Layout zu wählen. Also im Wesentlichen, ob ich einseitig oder mehrseitig drucken möchte und ob ich einen Straßenindex an der rechten Seite oder an der unteren Seite zusätzlich haben möchte oder nur die reine Karte. In der mittleren Spalte kann ich den Kartenstil auswählen, den ich haben möchte. In der rechten Spalte kann ich noch verschiedene Overlays auswählen, die ich darüber legen möchte. Dann bekommt man als nächstes angeboten, welche Papiergrößen verfügbar sind für die ausgewählten Daten. Hier haben wir jetzt von DIN A4 bis DIN A0 alles drauf. Wenn ich einen größeren Kartenausschnitt wähle, kann es sein, dass DIN A4 nicht mehr reicht. Dann werden nur die größeren Formate angegeben. Und es ist auch immer vorausgewählt, ob Hochkant oder Quer das günstigere Format ist für den gewählten Ausschnitt. Und im letzten Schritt kann man der Karte noch einen Titel geben, der oben am oberen Rand gedruckt wird und kann die Sprache wählen für die Copyright-Hinweise, die am unteren Rand ausgegeben werden. Die Sprache ist immer vorausgewählt anhand des Landes, für das man den Ausschnitt gewählt hat, lässt sich aber jeweils übersteuern. So, dann haben wir
ein paar Beispiele von den Kartenstilen, die ich im Augenblick installiert habe. Das ist einmal der Standard OpenStreetMap-Stil. Dann haben wir den deutschen Stil, wie wir ihn auf OpenStreetMap.de haben. Dann das Map-Asthmatic Printable ist ein Style-Sheet, das direkt bei Map-Asthmatic dabei ist, das weniger detailreich ist als die Standard-OpenStreetMap-Stile. Insbesondere werden keine Gebäude gerendert. Das wird aber auch leider nicht ebenso wenig weitergepflegt wie der Servercode selbst. Deswegen habe ich es nur aus nostalgischen Gründen noch mit dem Angebot. Dann haben wir noch den alten Map-Asthmatic Europa-Stil und Mapbox OSM breit als Beispielstil. Dann die Humanitarian Map, wie wir sie auch auf OpenStreetMap.org haben. Die Hike and Bike Map, die besonders geeignet ist für Wanderer und Radwanderer. Die Open Topo Map, die versucht, den Stil von topografischen Karten nachzuahmen. Wobei die im Original auch noch Höhenlinie und Schummerung anbietet. Das fehlt hier noch. Open Riverboat Map habe ich noch als Stil dabei. Und einen Pisten Map Stil. Da sehen wir jetzt hier nichts, weil wir in Passau keine Skipisten haben. Deswegen hier nochmal ein anderer Ausschnitt. Das ist das Skigebiet von St. Moritz. Und hier sieht man jetzt auch in farblich gekennzeichnet die verschiedenen Skipisten in ihren Schwierigkeitsgraden und die verschiedenen Skilifte, um sich in dem Skigebiet zu bewegen. So, dann habe ich als neues Feature gegenüber dem Original hinzugefügt, dass man auch noch Overlays über die Karten legen kann. Und dazu habe ich den OpenStreetMap-Stil jetzt, damit man es besser sehen kann, einmal so konvertiert, dass er nur in schwarz-weiß gerendert wird, statt in farbig. Also alles, was jetzt farbig ist, ist Overlay. Alles, was schwarz-weiß ist, ist die Originalbasiskarte. Das erste Overlay, das ich gebaut habe, war eine Karte, die Hydranten anzeigt, also für die Feuerwehren, in Anlehnung an die Open Fire Map. Und hier sieht man auch, in Passau sind bis jetzt nur Hydranten in der Altstadt erfasst in OpenStreetMap. Bei uns im Stadtviertel haben wir es tatsächlich für die Feuerwehr gemacht, dass wir einmal alle Straßen abgegangen sind, alle Hydranten, die wir gefunden haben, erfasst haben und ihnen auch eine schöne Wandkarte produziert haben, die sie vor allem auch für ihre Jugendfeuerwehr mit benutzen. Das ist einmal ein Beispiel, wie so ein Overlay-Stil dann im MapMac aussieht. Das war die allererste Version von der Hydrantenkarte. Die Farben sind doof. Und das Ganze macht nichts mehr, als einmal die SQL-Abfrage da unten im unteren Drittel auszuführen, um aus den OpenStreetMap-Daten alle Hydranten herauszusuchen. Und in dieser Version noch einfach nur dann überall dasselbe PNG-Icon über die Karte drüber zu legen. Dann habe ich auch ein Overlay für Höchstgeschwindigkeiten. Also auf welcher Straße darf ich wie schnell fahren? Das ist angelehnt an die entsprechende Karte von die entsprechende Speedlimit-Karte von Ito. Also auch vom Farbschema her, was wir jetzt haben. Da fehlt leider noch eine Legende. Alles, was grün überlegt ist, sind Tempo 30-Zonen. Alles, was orange ist, ist Standard innerorts 50. Und da direkt an der Donau, das Orange und Rote, ist 70 bzw. 100. Damit kann man sich zum einen einen schönen Überblick verschaffen, wo schon überall Geschwindigkeitsbegrenzungen erfasst sind oder noch fehlen. Oder eben auch immer wieder interessant, gerade bei Tempo 30-Diskussionen, wo ist denn überall schon überall Tempo 30? Macht das wirklich noch einen großen Unterschied, ob wir diese eine Straße jetzt noch dazu nehmen oder nicht? Und dann noch ein Beispiel, das ist eine Karte mit Überwachungskameras und dem Bereich, den die abdecken. Das ist jetzt kein Mapnik-Kartenstil, weil da einfach die Möglichkeit fehlt, solche Kreissegmente, wie wir sie ganz unten links zum Beispiel haben,
zu rendern und auch von der auf der Datenbankseite ich zwar vollständige Kreise einfach erzeugen kann als Geometrie, aber nicht solche Kreissegmente. Deswegen funktioniert dieses Overlay so, dass erstmal die gesamte Karte normal gerendert wird und dann Python-Code aufgerufen wird, der übergeben bekommt, welcher Koordinatenbereich da gedruckt wird und wie der Umrechnungsfaktor ist von Koordinaten auf den tatsächlich gedruckten Bereich, damit die Icons hier auch wirklich an der richtigen Stelle sitzen. Und dann kann man mit dem Cairo-API für Python dann über die soweit schon gerenderte Karte nochmal mit Python-Code drüber malen. So, und das letzte Plugin, was ich habe, ist, dass ich, oder das letzte Overlay, das ich habe, ist im Prinzip, dass ich dieselben Wanderweginformationen, wie wir sie in der Waymarkt, bei den Waymarkt-Trails auf der Webseite haben, auch als Overlay drucken kann. Sieht man hier, hat leider nicht funktioniert. Man sieht ja nur am Hauptbahnhof einmal ein einsames Icon. Das war der Moment, wo ich festgestellt habe, dass meine Datenbank dafür wohl irgendwann in den letzten Tagen kaputt gegangen ist. Weil eigentlich hätte es so aussehen sollen. Und ich habe auch schon Karten generiert, die so aussahen. Und ich importiere die Daten jetzt gerade neu. Ich hoffe, dass es ab morgen dann wieder so funktioniert, wie man es hier sieht. So. Und das ist jetzt wieder das Projekt, um das es ursprünglich ging, nämlich wie kann ich möglichst einfach Umgebungskarten erstellen und ausdrucken. Das ist jetzt eine vereinfachte Version der Karte, die ich vorhin gezeigt habe, wie sie bei uns an der Wand hängt. Links also wieder die normale Map-Arithmetic-Grundkarte. Darüber gesetzt einmal ein Kreis, wo befinde ich mich? Und einzelne Marker für wichtige Orte. Hier also nur zwei Bushaltestellen, Krankenhaus, Zahnarzt, mal als Beispiel. Das habe ich ursprünglich so gemacht, dass ich eine Map-Arithmetic-Karte ganz normal habe rendern lassen. Mit einem Straßenindex rechts. Und dann mit Inkscape als Vektorgrafikprogramm dann das SVG, das erzeugt wurde, nachbearbeitet habe, erstmal den Index rausgeschmissen habe und dann alle Marker und die Informationen am Rand von Hand eingefügt habe. Das ist auch eine ziemliche Funkenarbeit. Zum einen, weil Inkscape mit so großen Datenmengen, wie wir sie hier haben, nicht mehr wirklich gut klarkommt. Also es fühlte sich wieder an wie mein erstes Grafikprogramm damals auf dem 386er von der Geschwindigkeit. Und es ist auch so eine Menge Handarbeit, weil man zum Beispiel die Koordinatenangaben für die verschiedenen Planquadrate alle wieder von Hand nachschauen muss. Und deshalb gibt es dann als alternatives User Interface das hier. Das ist eine relativ einfache JavaScript-Oberfläche, mit der ich Marker setzen kann, Kategorien von Markern festlegen kann und ohne wirklich viel über OpenStreetMap überhaupt wissen zu müssen, relativ schnell ein fertiges PDF erzeugen kann, das dann in dem Fall zum Beispiel so aussieht. Und das verkürzt die Zeit, die man dafür zum Bearbeiten braucht, von ursprünglich mit Inkscape 1 bis 2 Stunden für so eine Karte auf wenige Minuten. Also ein paar Minuten, um wirklich die Karte soweit zusammenzuklicken. Und dann nochmal um die 5 Minuten, um die Karte wirklich zu rendern. Okay, dann das überspringen wir hier. Der Vortrag war ursprünglich für eine andere Veranstaltung, wo der Zeitslot größer war. Deswegen war nur noch ein Thema mehr drin. Ja, trotzdem vielen Dank, Hartmut. Okay. Ich habe mich auch schon ziemlich oft mit diesem Thema beschäftigt. Was mich eigentlich wahnsinnig gemacht hat, ist bei DIN A0-Karten, wenn du nicht, sag ich mal, 30 Zentimeter davor stehst, sondern die einer Distanz von 1 Meter oder 2 Meter hast, wie an Wanderwegen zum Beispiel, dann hätte man gern weniger Details und die Schriften größer. Und zwar am besten per Slider, sozusagen Detailgrad runterschrauben, Schriftart größer schrauben.
Ja, habe ich auf der To-Do-Liste. Ja, aber also, dir ist das Thema bekannt, oder? Das Thema ist bekannt. Wie schwer ist es mit der Engine sozusagen? Weil sonst muss man ja praktisch dieses Template durchgehen, manuell entsprechend anpassen. Es ist eigentlich relativ einfach, weil man es über die DPI-Angabe steuern kann. Nur die ist im Augenblick noch in dem Source Code hardcodiert. Also wenn ich eine Karte haben will, die weniger Details hat, dann setze ich das von Hand auf 300 auf 72 runter, dann klappt das. Aber da fehlt tatsächlich noch ein Slider dafür, dass man das interaktiv machen kann. Weitere Fragen? Wie sieht es denn aus mit größeren Kartenausschnitten, also beispielsweise ein Bundesland oder ein Land wie Österreich? Also ich habe die Anforderung, ab und zu brauche ich mal so eine Karte gedruckt und würde da auch gerne eine GPX-Datei reinladen, also eine geplante Route zum Beispiel. Ist das technisch derzeit möglich oder sprengt das die Anforderung, weil man zu viele Daten reinladen muss oder was auch immer? Nee, von der Datenmenge ist es kein Problem. Es ist zum einen ein Problem, wie wir es in der vorigen Frage auch schon hatten, einfach der Auflösung, in der gerendert wird. Und zum anderen ist es auch so, dass im Augenblick noch hardcodiert in dem Web-Frontend drin ist, dass man als maximale Größe ungefähr 20 mal 20 Kilometer als Kartenausschnitt haben kann. Also auch etwas, was auf der Liste steht, aber noch nichts, was ich konkret angegangen bin. Danke. Weitere Fragen? Ich hätte da noch eine. Haben wir noch eine Frage? Da oben? Moment, wir brauchen das Mikrofon, sonst kommt es nicht auf Video. Ich habe jetzt eine Frage. Und zwar, wäre es denn möglich, dass man da bei den Straßen die Lastbegrenzungen für Fahrzeuge mit reinmacht? Also ob ich da mit Laster fahren darf oder nicht? Natürlich wäre das möglich, genauso wie bei den Höchstgeschwindigkeiten auch. Da, wo die Informationen vorhanden sind in der OpenStreetMap, kann man sie natürlich auch ausgeben, aber müsste halt jemand machen. Noch Fragen? Du hast dieses Map-O-Smatic von den Sourcen genommen, selbst modifiziert und das daraus gebaut. Du hast noch einiges auf deiner To-Do-Liste. Wie groß schätzt du den Aufwand, deine Engine selber zu verwenden, zu modifizieren? Das ist der Teil, den ich übersprungen habe. Und zwar habe ich ein zweites Projekt aufgesetzt, das mit Vagrant eine VirtualBox-Instanz aufsetzt, wo alle Komponenten, die man braucht, fertig rein installiert werden. Und man nur noch einen OpenStreetMap-Extrakt als PBF-File mit in das gleiche Verzeichnis werfen muss. Dann sagt man Vagrant ab und je nachdem, wie viele Daten importiert werden müssen und wie schnell der Rechner ist, zwischen einer halben Stunde und 2 bis 3 Stunden hat man eine lauffähige Instanz, mit der man arbeiten kann. Ich hätte auch noch eine Frage. Ich denke mal, das ist ja jetzt so eine typische Anwendung, wenn man bei den Gemeinden oder Städten ist und fragt da nach Straßenlisten und Ähnlichen, dann fragen die einem gleich, was können wir damit machen? Und ich denke mal, das ist ja genau immer das, was in den Orten als Infokarte aufgehängt wird. Wäre das da, sehe ich das richtig, dass das dies wiedergeben würde, was wir da an Karten haben mit Straßenverzeichnis dran, wäre das das, was dies leisten könnte? Fast. In dem Index an der Seite oder unten an der Karte tauchen tatsächlich alle Straßen auf, aber je nach Größe der Gemeinde und verfügbarem Platz und auch nach was noch alles auf der Karte drauf ist, werden für kleinere Straßen teilweise keine Namen angezeigt. Ich habe das Standard-Style-Sheet schon mal ein bisschen so weit modifiziert, dass es kleinere Schriften zugelässt, als wenn für den Bildschirm gerendert wird. Aber irgendwann unter 6-Punkt-Schrift wird es unlesbar. Und ja, wie gesagt, je nach Gemeindegröße klappt das noch, dass alle Straßennamen gerendert werden können oder man sieht nur noch die Hauptstraßen mit Namen.